Guten Morgen und herzlich willkommen zum Webinar zur deutschen Bibliotheksstatistik. Es geht heute um Hinweise, Regelungen und Neuerungen im Berichtsjahr 2016. Ich freue mich, dass Sie alle da sind. Und dann können wir jetzt starten. Zuerst möchte ich einmal kurz vorstellen, wer heute alles hier ist. Ich habe heute im Chat Frau Kaper und Frau Rittel an meiner Seite. Die beiden sind dafür zuständig, ihre Fragen zu beantworten bzw. zu sammeln, damit wir sie dann am Ende beantworten können. Dann kann ich mich auf meinen Vortrag konzentrieren und die beiden sind heute im Chat für Sie da. Ich selber bin Nathalie Funder. Ich studiere Bibliothekswissenschaft an der TH Köln und ich habe dieses Webinar im Rahmen meines Praxisprojektes konzipiert. Denn jetzt im fünften Semester ist ja immer das Praxissemester. So. Bevor es losgeht, möchte ich kurz zum Ablauf noch etwas sagen. Der Vortrag selber soll ungefähr bis 10:45 gehen. Da komme ich dann zu sprechen erstmal auf Grundsätzliches zur DBS. Dann sage ich was zu den Hilfsmitteln, die zur Verfügung stehen. Dann komme ich einmal auf die Neuerungen zu sprechen, die jetzt für dieses Berichtsjahr dann aktuell sind. Und dann sage ich noch was zu den häufigen Fragen und Unklarheiten, die sich im letzten Berichtsjahr ergeben haben. Wir werden jetzt hier nicht alle Felder einzeln durchsprechen. Wenn Sie zwischendurch Fragen haben, habe ich ja schon erwähnt, können Sie die im Chat stellen. Die werden dort entweder sofort beantwortet oder wenn es Fragen sind, deren Antwort für alle interessant ist, dann werden die gesammelt von meinen beiden Kolleginnen und dann haben wir die letzte Viertelstunde nochmal reserviert, um diese Fragen dann gesammelt zu beantworten. So. Im Anschluss an das Webinar bekommen Sie einmal eben diese Aufzeichnung und Sie bekommen außerdem ein Handout. In diesem Handout finden Sie alle Informationen, die ich heute hier gebe, dann nochmal zusammengefasst. Heißt, Sie müssen auch heute überhaupt nichts mitschreiben. Sie bekommen das am Ende alle in dem Handout dann nochmal genauso zusammengefasst. So, dann würde ich an dieser Stelle jetzt die Kamera ausschalten, damit Sie sich dann auch ganz auf den Inhalt der Folien konzentrieren können. Wir sehen uns dann am Ende wieder. So, beginnen wir zuerst mit dem Grundsätzlichen. Das Allerwichtigste ist natürlich die Eingabefrist. Diese beginnt am 2. Januar 2017 und sie endet am 15. Februar. In der Zeit danach werden die Angaben, die Sie in der DBS machen, durch die Fachstelle geprüft. Da wäre es sehr wünschenswert, wenn in dieser Zeit in der Bibliothek ein Ansprechpartner zur Verfügung steht, falls sich bei der Prüfung Ihrer Daten Rückfragen ergeben. Wenn es in Ihrer Bibliothek wesentliche Veränderungen zum Vorjahr gegeben hat, wenn Sie zum Beispiel von einem sehr kleinen Gebäude in ein sehr großes Gebäude umgezogen sind, dann wäre es wünschenswert, wenn Sie diese Änderungen auch der Fachstelle mitteilen. Das können Sie einmal tun, indem Sie in Feld 199 eine kleine Anmerkung diesbezüglich eingeben, oder Sie können die Fachstelle natürlich informieren, indem Sie hier anrufen oder eine E-Mail schicken und sich dann an Ihren regionalen Berater wenden. So, als nächstes gilt, genaue Werte sind immer besser als geschätzte Werte, aber geschätzte Werte sind immer besser als keine Angabe. Wenn Sie aus irgendeinem Grund den Wert schätzen müssen, dann wäre es schön, wenn der Wert auch realistisch geschätzt wird, zum Beispiel durch eine Hochrechnung. Trotzdem kann es ja vorkommen, dass Sie bestimmte Werte nicht ermitteln können und auch nicht realistisch schätzen können. In diesem Fall bitten wir darum, dass Sie das Feld nicht einfach leer lassen, denn sonst würden wir uns dann fragen, warum das Feld leer ist und dann gegebenenfalls auf Sie zukommen und fragen, warum das Feld leer ist. Wenn Sie also einen Wert nicht schätzen können, tragen Sie in das entsprechende Feld bitte ein N ein. Wenn Sie ein 0 eintragen, dann gehen wir davon aus, dass dieser Sachverhalt in Ihrer Bibliothek nicht vorhanden ist. Um das Ganze ein bisschen anschaulicher zu machen, habe ich hier auch einmal ein Beispiel dazu. Feld 17, da geht es um den Magazinbestand. Wenn Sie in dieses Feld ein N eintragen, dann bedeutet das, die Bibliothek hat ein Magazin, hat aber nicht erfasst, wie viele Medien in diesem Magazin vorhanden sind. Wenn Sie in das Feld hingegen eine 0 eintragen, dann bedeutet das, Ihre Bibliothek hat kein Magazin. Das ist dieser Unterschied zwischen 0 und N. So. Dann geht es weiter mit Feldern, die anderen Feldern untergeordnet sind. Davon gibt es zwei verschiedene Arten.
entweder Felder, die mit darunter beginnen oder Felder, die mit davon beginnen. Bei den Feldern, die mit davon beginnen, ist es so, dass diese Felder alle zusammengerechnet immer exakt den Wert des übergeordneten Feldes ergeben. Bei den Feldern, die mit darunter beginnen, können die den Gesamtwert des übergeordneten Feldes ergeben, meistens bilden sie aber nur eine Teilmenge ab. Um das Ganze ein bisschen anschaulicher zu machen, haben wir hier einmal als Beispiel Feld 9. Da werden die aktiven Benutzer abgefragt und diesem Feld untergeordnet sind die Felder 10.1 und 10.2. Diese beiden beginnen mit darunter. Da werden dann einmal die Benutzer unter 12 und über 60 abgefragt. Diese beiden Summen zusammengerechnet ergeben aber nicht exakt die Summe der aktiven Benutzer, sondern nur eine Teilmenge. Anders ist es bei Feld 18. Da wird die Gesamtsumme des Medienbestandes abgefragt und diesem Feld untergeordnet sind die Felder 20, 22, 24 und 26. Die beginnen alle mit davon. Und wenn wir jetzt diese Felder zusammenrechnen, dann erhalten wir als Gesamtsumme exakt den Wert in Feld 18, nämlich den Gesamtbestand des Medienbestandes. Wenn aus irgendeinem Grund aus dem Kontext nicht klar hervorgeht, welches Feld zu welchem untergeordnet ist, dann hilft immer ein Blick in die Erläuterung. Das führt uns dann zum nächsten Teil, nämlich zu den Hilfsmitteln. So, einmal kurz zu den Erläuterungen. Diese können Sie öffnen, wenn Sie in der Online-Erfassung auf den entsprechenden Feldnamen klicken. Dann öffnet sich ein neues Fenster, das sehen Sie hier in Türkis. Dort steht dann immer eine kurze Erläuterung, was in diesem Feld einzutragen ist. Die gleichen Erläuterungen finden Sie auch in der Vorabversion des Fragebogens. Den können Sie über das DBS-Wiki des HWZ herunterladen. In diesem Wiki sind auch häufige Fragen zu DBS angezeigt. Die Links zu diesen Angeboten finden Sie im Handout. Das erhalten Sie dann im Anschluss an das Webinar. Was Sie außerdem in dem Wiki finden, ist der VZE-Rechner. Den brauchen Sie, um für die Fragen nach der Personalkapazität die Vollzeitäquivalente auszurechnen. So, dazu kommt auch gleich eine Erklärung. Vorher muss erstmal Vollzeitäquivalent. Das ist eine Kennzahl, die genau angibt, wie viele Vollzeitarbeitsplätze durch alle Beschäftigten abgedeckt werden. Diese Kennzahl kann man berechnen, indem man die individuelle Wochenarbeitszeit eines Mitarbeiters teilt durch die Regelarbeitszeit einer Vollzeitstelle. Dann wird das Ganze multipliziert mit der Zahl der Beschäftigungsmonate geteilt durch 12. Diese Formel müssen Sie aber nicht selber verwenden. Dazu gibt es, wie gesagt, den VZE-Rechner. Den können Sie als Excel-Tabelle aus dem HBZ-Wiki herunterladen. Dann finden Sie in dieser Tabelle erstmal noch Beispieleintragungen, die Sie dann rauslöschen müssen, um Ihre eigenen Eintragungen zu machen. Dabei müssen Sie aufpassen, dass Sie bitte keine Formeln löschen, denn sonst funktioniert der Rechner nicht mehr, dann müssen Sie ihn neu herunterladen. Ich habe hier einmal markiert, in rot umrandet, in welchen Feldern Formeln enthalten sind, die Sie dann bitte nicht löschen. So, jetzt gucken wir uns das Ganze einmal ein bisschen größer an, damit Sie auch ein bisschen was lesen können dazu. Da haben wir jetzt einmal ein Beispiel, damit wir einmal kurz durchsprechen können, in welche Felder Sie dann was eintragen müssen. So, wir denken uns eine Bibliothek mit 4 Mitarbeitern. Da haben wir zwei Bibliothekare und zwei Famis, die eingetragen sind. Und dann gehen wir zuerst in Spalte C und tragen die jeweils individuelle Wochenarbeitszeit ein. Kollege 1 und 2, die Fachbibliothekare, sind Vollzeit mit 39 Stunden beschäftigt. Die beiden Famis, Kollege 3 und 4, sind in Teilzeit beschäftigt mit 24 bzw. 15 Stunden pro Woche. Danach tragen wir ein in Spalte E die Anzahl der Beschäftigungsmonate im Berichtsjahr. In unserem Beispiel ist das für Kollegen 1, 2 und 3 jeweils 12 Monate. Die haben das ganze Jahr gearbeitet. Kollege Nummer 4 hat erst im September im Berichtsjahr angefangen und deswegen tragen wir dort eine 4 ein, weil er nur 4 Monate beschäftigt war. Das Ergebnis des Ganzen können wir dann in Spalte H ablesen. Daneben in Spalte I steht nochmal der Feldname. Da können wir dann direkt sehen, in welches Feld wir das Ergebnis eintragen müssen. Das wäre dann hier in unserem Beispiel. In Feld 69 tragen wir dann ein 2 VZE, in Feld 70 0,74 VZE
Und insgesamt in Feld 68 tragen wir dann 2,74 VZR ein. So, die Tabelle ist für dieses Beispiel jetzt ein bisschen verkürzt, damit Sie das auch alles lesen können. Was hier fehlt, sind einmal die Mitarbeiter aus Förderprogrammen und die sonstigen Mitarbeiter. An dieser Stelle einmal ein Hinweis. In Feld 72 tragen Sie unter anderem die FSJler ein. Und wenn Sie bei sich Menschen im Bundesfreiwilligendienst beschäftigt haben, behandeln Sie diese analog zu den FSJlern. Wie genau die zu behandeln sind, finden Sie in der entsprechenden Erläuterung zu dem Feld 72. So, was wir außerdem hier aber auch sehen in der Tabelle, das sind die Ehrenamtlichen. Hier in unserem Beispiel sind das insgesamt drei Ehrenamtliche. Für die können wir dann auch wieder in Spalte C die Wochenstunden eintragen. Hier in unserem Fall sind das für Ehrenamtlichen 1 und Ehrenamtlichen 2 jeweils 5 Stunden die Woche. Und dann in Spalte E 12 Monate. Beide waren also das ganze Jahr, jede Woche 5 Stunden da. Das ist jetzt natürlich nicht die Regel. Normalerweise sind Ehrenamtliche ja nicht immer eine feste Stundenzeit pro Woche da. Deswegen hier im Beispiel nochmal Ehrenamtliche Nummer 3. Da gibt es dann in der Spalte D die Möglichkeit, die Jahresarbeitsstunden einzutragen. Das ist dann hier in unserem Beispiel 40. Ehrenamtliche Nummer 3 war also insgesamt im Berichtsjahr 40 Stunden anwesend. Dann können wir auch wieder in Spalte H ablesen, dass wir in Feld 76 0,28 VZE eintragen müssen. So, dann würde ich jetzt zum nächsten Part kommen. Das sind die Neuerungen. Da geht es zuerst einmal um Feld 9 und gleichbedeutend dann auch nochmal Feld 10.1 und 10.2. Da hat sich was geändert in der Definition der aktiven Benutzer. Es zählen jetzt alle als aktive Nutzer, die einen Ausweis haben, der im Berichtsjahr zu einem Zeitpunkt mal gültig war. So. Uns ist bekannt, dass nicht jedes Bibliothekssystem diese Zahl in gleicher Weise ausgibt. Außerdem gibt es beim Erfassen dieser Zahl Schwierigkeiten, wenn es um Familienausweise geht oder um Benutzergruppen, deren Ausweise mehrere Jahre hintereinander gültig sind oder um reine Online-Nutzer, die keine physischen Ausleihen mehr tätigen. Eine Lösung für dieses Problem ist in Arbeit. Bis dahin gilt, dass Sie so genau wie möglich versuchen, diese Zahl einzutragen. Wir haben in den letzten Tagen zu verschiedenen Bibliothekssystemanbietern Kontakt aufgenommen. Denen ist die Definition dieses Feldes bekannt und die wissen auch Bescheid über die damit einhergehenden Probleme. Teilweise existieren bei den Systemanbietern Lösungsmöglichkeiten. Die statistischen Auswertungssysteme bieten da schon sehr viele Möglichkeiten, um an diese Zahl zu kommen. Wir können nur leider an dieser Stelle nicht auf alle Bibliothekssysteme eingehen und würden deswegen darum bitten, dass Sie sich dann immer speziell an Ihren Systemanbieter wenden. Was wir haben, sind zwei Hinweise. Das ist einmal für Bibliotheca Plus ab der Version 6.0. Da können Sie über das bezahlt bis Feld das Datum 1. Januar 2016 eintragen und alles darüber hinaus und diese Zahl dann zusammenzählen mit der Anzahl der Benutzergruppen mit mehrjährig gültigen kostenfreien Ausweisen. In der Regel sind das Kinder und Jugendliche. Die zählen Sie dann zusammen und erhalten dann als Summe die Nutzer mit gültigem Ausweis. Ähnlich ist es für das Bibliothekssystem BibDia. Da rechnen Sie einmal zusammen die aktiven Nutzer, die eine physische Ausleihe mindestens im Berichtsjahr getätigt haben, plus die reinen Online-Nutzer, plus auch wieder die Benutzergruppen mit mehrjährig gültigen kostenfreien Ausweisen, meistens Kinder und Jugendliche. Wenn es Unklarheiten gibt zu diesem Feld, dann können Sie sich im spezifischen Einzelfall immer noch an Frau Kaper wenden, während des Erfassungszeitraums, oder Sie müssten sich dann bitte an den entsprechenden Systemanbieter Ihres Bibliothekssystems wenden. Wir können jetzt leider nicht ausführlich darüber diskutieren, welche Probleme es alles mit diesem Feld 9 und der Definition gibt. Dafür haben wir hier leider nicht den entsprechenden Rahmen. Deswegen würde ich auch jetzt schon mal weitergehen. Das wäre dann die nächste Änderung, die betrifft das Feld 15. Hier hat sich nur die Feldbezeichnung geändert. Dieses Feld heißt jetzt Medien in Freihandaufstellung insgesamt Bestand.
Die nächste Änderung betrifft Feld 38. Hier hat sich die Definition der Datenbank verändert. Es werden jetzt auch Oberflächen als Datenbank gezählt, die Zugriff auf andere Datenbanken erlauben. Um das Ganze auch ein bisschen zu veranschaulichen, habe ich dafür auch ein Beispiel. Wir denken uns eine Bibliothek, die eine Oberfläche anbietet, über die jeder Nutzer Zugriff auf drei Datenbanken hat. Eine davon könnte zum Beispiel Library Press Display sein. Außerdem bietet diese Bibliothek die OnLayer an. Wenn wir das jetzt einmal zusammenzählen für das Feld 38, dann zählen wir wie folgt. Einmal die Oberfläche, dann 2, 3 und 4, die drei Datenbanken, die hinter dieser Oberfläche liegen, und als fünftes die OnLayer und tragen dann in das Feld 38 die 5 ein. So, die nächste Änderung betrifft das Feld 50. Dieses Feld ist dem Feld 49 untergeordnet. Hier werden die Erwerbungskosten abgefragt. Da werden jetzt ausdrücklich auch die Kosten für Datenbanken und Portale abgefragt in Feld 50. Dann gibt es ein neues Feld, das Feld 50.1, das mit darunter beginnt und dem Feld 50 untergeordnet ist. Die Kosten für Lizenzen, Datenbanken und Portale werden jetzt in dem Feld 50.1 nochmal gesondert abgefragt. So. Das waren auch schon die Neuerungen, die es jetzt in diesem Berichtsjahr in den Definitionen gibt. Deswegen kommen wir jetzt zum nächsten Punkt. Das sind dann häufige Fragen aus dem letzten Berichtsjahr. Kommen Sie alle noch mit? Bin ich zu schnell? Im Chat passiert ganz viel, sehe ich. Die Kollegin sagt, es sei noch alles im Rahmen. Herr Welke sagt, er kommt mit. Wunderbar. Dann kommen wir jetzt zum letzten Punkt. Alles gut, sehr schön. So, zu den häufigen Fragen. Da an der Stelle zuerst ein kleiner Hinweis zu dem Feld 12.1. Da geht es um die virtuellen Besuche. Diese werden im Moment weiterhin nicht erfasst, da das Zählpixelverfahren immer noch in Überarbeitung ist. Der nächste Hinweis zu den Feldern 13 bis 33. Da geht es immer um Bestands- und Ausleihzahlen. In diesem Bereich sind sehr viele Felder, die mit davon und darunter anfangen. Da empfehlen wir dringend einen Blick in die Erläuterung. Da steht dann immer genau drin, welches Feld zu welchem gehört. Außerdem finden Sie in diesen Erläuterungen jede Menge Formeln zu den Bestands- und Ausleihzahlen, die Sie benutzen können, um Kontrollrechnungen durchzuführen, damit die entsprechenden Werte aufaddiert dann auch immer den Wert des übergeordneten Feldes ergeben. Dann als nächstes zu den Feldern 34 und 35. Da geht es um virtuelle Medien bzw. die OnLayer. Da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder Ihre Bibliothek ist Teil eines E-Medienverbundes. In diesem Fall füllen Sie dann bitte das Feld 34.1 und 34.2 aus. Oder Sie sind kein Teil eines E-Medienverbundes. In diesem Fall füllen Sie dann bitte nur das Feld 34 aus. Sie können nicht alle drei Felder ausfüllen. Die Felder, die Sie in dem Fall nicht ausfüllen, bleiben dann leer. So. Wenn Sie Mitglied in einem E-Medienverbund sind und demnach das Feld 34.1 ausfüllen, dann tragen Sie in das Feld 34.1 bitte den Bestand des gesamten Verbundes an, da ja jeder Nutzer Ihrer Bibliothek auch Zugriff auf diesen Gesamtverbundbestand hat. Und da wäre es auch schön, wenn Sie sich im Verbund vorher kurz einigen, damit Sie dann auch alle die gleiche Zahl eintragen. Anders ist es bei Feld 35. Da geht es um die Entleihungen. Dort tragen Sie bitte nur die Entleihungen ein, die durch Nutzer Ihrer Bibliothek entstanden sind. Nicht die Gesamtentleihen des Verbundes. So. Als nächstes kommen wir zu den Feldern 49 bis 65. Da geht es um Einnahmen und Ausgaben. Zwischen den Feldern gibt es verschiedene Zusammenhänge, auf die ich jetzt auch einmal kurz eingehen möchte. Wir schauen uns zuerst das Feld 49 an. Das sind die laufenden Ausgaben insgesamt. Zudem fällt dazu
Addieren wir das Feld 53, die einmaligen Investitionen, und als Ergebnis erhalten wir die Gesamtausgaben, die in Feld 54 angegeben werden müssen. Diese Formel finden Sie sowohl in den Erläuterungen als auch später im Handout, das im Anschluss an Sie rausgeht. Als nächstes schauen wir einmal auf Feld 55. Da geht es um die Finanzmittel des Trägers. Da ist es sehr wichtig, dass Sie die hier bitte ohne Ihre eigenen Einnahmen eingeben. Wenn Sie eigene Einnahmen haben, zum Beispiel durch Jahresgebühr, Mahngebühr oder ähnliches, dann tragen Sie die bitte gesondert in Feld 63 ein. Diese eigenen Einnahmen sollen nicht Bestandteil der Summe in Feld 55 sein. Die müssen Sie gegebenenfalls rausrechnen. Diese Angaben dann zusammen betrachtet mit den Fremdmitteln in 56. So, in Feld 56 stehen, wie gesagt, die Fremdmittel, die Sie erhalten haben, und die werden dann nochmal in den Feldern 57 bis 62 aufgegliedert nach der Herkunft. Wenn Sie jetzt zum Beispiel hier über die Fachstelle einen Projektantrag gestellt haben und Fördermittel vom Land erhalten haben, tragen Sie die in Feld 59 ein. Da wäre es auch schön, wenn Sie die dann vollständig eintragen, sprich, wenn Sie auch Mittel aus anderen Landesstellen, also nicht über die Fachstelle bezogen haben, dann wäre es schön, wenn Sie das entweder in Feld 199 kurz erwähnen könnten oder Ihrem regionalen Berater einen Hinweis geben, denn sonst entstehen hier Rückfragen, weil die Fördersummen, die in unseren Akten stehen, dann nicht mit den Angaben übereinstimmen, die Sie dann dort eingetragen haben. Wenn Sie Projekte durchgeführt haben mit mehreren Bibliotheken gemeinsam im Verbund, dann soll bitte jede Bibliothek ihren eigenen erhaltenen Anteil hier eingeben und nicht die Gesamtfördersumme in dem Feld 59. So. Wenn wir jetzt dann einmal die Finanzmittel des Trägers zusammen addieren mit den Fremdmitteln insgesamt. Und dazu auch die eigenen Einnahmen in Feld 63 addieren. Dann erhalten wir als Ergebnis auch wieder die Gesamtausgaben in Feld 54. Diese Rückrechnung finden Sie so nicht in den offiziellen Erläuterungen, aber später im Handout. Aber deswegen an dieser Stelle nochmal der deutliche Hinweis: Die Gesamtausgaben eines Berichtsjahres decken sich immer mit den Mitteln, die im Berichtsjahr ausgegeben wurden. Wenn Ihnen Mittel zugesprochen wurden, die Sie in dem Berichtsjahr allerdings nicht ausgegeben haben, sondern im Zweifel wieder zurückgezahlt haben, dann geben Sie die bitte hier bei den Mitteln nicht mit an. Wenn jetzt zu dem Zeitpunkt der Erfassung diese Ist-Angaben noch nicht feststehen, welche Mittel Sie tatsächlich auch ausgegeben haben, dann können Sie alternativ in die Felder auch die Haushaltsansätze eintragen. Dann wäre es aber schön, wenn Sie entsprechend einen Hinweis in Feld 199 eintragen oder Ihrem regionalen Berater eine E-Mail schreiben oder einmal kurz anrufen, dass Sie in den Feldern die Haushaltsansätze eingetragen haben und nicht die Ist-Angaben. Grundsätzlich ist noch bis zum 31. März durch die Fachstelle eine Nachkorrektur dieser Zahl möglich. Heißt, wenn bis zum 31. März diese Ist-Angaben vorliegen, dann können Sie die auch immer noch an die Fachstelle melden. Und dann können diese Zahlen dort auch noch richtig eingetragen werden. So, ich wiederhole nochmal den Hinweis: Die Gesamtausgaben sollen deckungsgleich sein mit den tatsächlich ausgegebenen Mitteln. Wenn Sie jetzt eine Bibliothek sind, die zum Beispiel eine GmbH oder ähnliches ist, dann gilt dieser Satz nicht. Dann dürfen Sie den jetzt wieder vergessen. Für alle anderen gilt aber: Die Gesamtausgaben sind deckungsgleich mit den Mitteln, die im Berichtsjahr tatsächlich ausgegeben wurden. Beispiele zu diesen ganzen Formeln zum Nachrechnen finden Sie dann auch später nochmal im Handout. Da können Sie das dann auch nochmal in Ruhe nachvollziehen. Dann kommen wir als nächstes noch zu den Feldern 94 bis 99. Da geht es um die Veranstaltungen. In das Feld 94 tragen Sie einmal die Gesamtzahl aller Veranstaltungen im Berichtsjahr ein und diese werden dann einzeln aufgeführt in den Feldern 95, 96, 97, 98 und 99. Diese Felder addiert ergeben dann auch wieder die Gesamtsumme in dem Feld 94. Deswegen ist es wichtig, dass Sie bitte jede Veranstaltung nur einmal zählen.
Auch wenn eine Veranstaltung eigentlich in mehrere Kategorien passen würde, zum Beispiel eine Bibliothekseinführung für Kinder, dann tragen Sie die bitte nur in einem Feld ein, damit dann diese Rückrechnung funktioniert, dass alle Felder zusammen addiert, die Gesamtsumme in Feld 94 ergeben. Sie tragen auch hier bitte die Zahl der Veranstaltung ein und nicht die Zahl der Teilnehmer. So. An diesem Punkt sind wir mit den wichtigsten inhaltlichen Sachen auch schon durch. Das ging schneller als gedacht. Das heißt, ich kann an diesem Punkt die Kamera schon mal wieder einschalten. So, hallo. Da sehen Sie mich wieder. So, dann hätten wir dann jetzt schon ein bisschen früher als geplant Zeit, um noch ein paar Fragen zu beantworten. Die Kolleginnen sind im Chat noch ziemlich aktiv, wie ich sehe. Was genau unter Ausstellungen fällt, ist einmal die Frage. Dazu gehe ich dann einmal in die Definition des Fragebogens. Einen Moment. So, also, hier steht drin, dass als Ausstellung immer gilt, wenn es sich um eine konzeptionell durchdachte und inhaltlich strukturierte Zusammenstellung entweder von Medien oder von anderen Exponaten handelt. Diese sollten dann auch für die Dauer der Ausstellung nicht entleihbar sein. Damit zählt es als Ausstellung. Außerdem ist hier die Rede von einer pressemäßigen Vor- und Nachbereitung und einer damit einhergehenden Ausstellungseröffnung. Das wäre dann das, was als Ausstellung zu zählen ist. Die genaue Definition können Sie sich auch jederzeit jetzt schon in der Vorabversion des Fragebogens durchlesen. Den finden Sie im HBZ-Wiki. Oder Sie können ihn dann auch während der Dateneingabe nochmal einsehen, wenn Sie auf die entsprechende Feldnummer klicken. Da haben Sie dann nochmal genau die Definition, wie eine Ausstellung zu zählen ist. Jetzt ist die Frage, wie es mit Einnahmen aussieht, die direkt ins Budget fließen. Diese Antwort sprengt dann hier ein bisschen den Rahmen, meldet mir die Kollegin gerade. Da bittet sie darum, dass Sie diese Frage im Einzelfall nochmal an Frau Kaper senden, damit Sie dann auch eine ausführliche Antwort dazu bekommen. Ja, die Frage nach den Vorlesepaten, ob die alle als einzelne Veranstaltung zählen. Aussage des HBZ auf diese Frage war, ja, jede Veranstaltung mit einem Vorlesepaten zählt als einzelne Veranstaltung. Ja, jetzt kommt hier nochmal der Hinweis, wie das mit den Veranstaltungen ist. Wie war die Frage dazu? Ja, da kam jetzt der Hinweis, dass die Veranstaltungszahlen dadurch natürlich sehr groß werden, was dann eben die Frage ist, wie weit das noch vergleichbar ist. Aber im Grunde, wenn für jeden gilt, dass diese Veranstaltungen einzeln zu zählen sind, dann wäre dadurch das Ganze eigentlich dann auch wieder vergleichbar. Die zählen mit als Kosten für das entsprechende Portal und werden dann auch in diesem Feld mit angegeben. So, wie sieht es aus mit weiteren Fragen? Was melden die Kolleginnen hier? Genau. Ja, wenn Sie regelmäßig jede Woche die gleiche Veranstaltung anbieten, dann zählen Sie auch jede Woche diese Veranstaltung einmal. Und bei Kindergartenführungen gilt das Gleiche. Jede Kindergartenführung, die Sie durchführen, zählen Sie als eine Veranstaltung. Genau. Wenn Sie sich fragen, ob Sie das jetzt mehr zu einer Kinderveranstaltung oder mehr zu einer Jugendveranstaltung einrechnen sollen, da geht es im Grunde hauptsächlich darum, dass Sie einmal gucken, wie alt ungefähr die Kinder sind, wie alt der Großteil der Kinder ist, die teilgenommen haben. Und dann müssten Sie sich einfach für eine von diesen beiden Kategorien entscheiden und das dort entsprechend eintragen, damit es nicht in beide Kategorien eingetragen wird, damit, wie gesagt, die Rückrechnung dann noch funktioniert. Gut, da war jetzt eine Frage.
zu der Rückrechnung, die aber gerade schon im Chat beantwortet wird. Ja. Die einzelne Bibliothek beim Munzinger müsste dann auch jede einzelne Datenbank zählen, soweit ich informiert bin. Im Zweifel wäre es schön, wenn Sie diese Frage dann auch noch mal per E-Mail an Frau Kaper stellen, dann können wir da auch noch mal genau nachforschen, wie sich das mit den Munzinger Datenbanken verhält. Wenn Sie als Veranstalter außerhalb der Bibliothek eine Veranstaltung durchführen, dann zählt auch diese Veranstaltung mit. Hauptsache ist, dass Sie als Veranstalter in dem Fall auftreten. Dann können Sie diese Veranstaltung auch mitzählen, wenn die nicht in der Stadtbücherei selbst stattfindet. Da würde auch jeder Deutschkurs, der wöchentlich stattfindet, als eine Veranstaltung gezählt werden. So, die Kollegin guckt gerade nach weiteren Fragen. So. Ja, da war einmal die Frage, die Frau Kaper mir gerade noch weiterleitet. Da ging es um die Frage, wie das ist beim VZE-Rechner mit Kollegen, die dauerhaft krank sind. Für die gilt, dass es möglich ist, die entsprechende Anwesenheitszeit in der Spalte E, die Monate, die die im Berichtsjahr gearbeitet haben, in dem Fall dann um die Krankheitsmonate zu reduzieren. Wenn Sie da jetzt speziell einen besonderen Fall haben, der Ihre Bibliothek betrifft, dann wäre es gut, wenn Sie diesen Fall auch nochmal zusammengefasst an Frau Kaper schicken, damit die dann eben auf diesen Einzelfall dann nochmal die richtige Antwort geben kann. Allgemein gilt, dass Sie dann diese Arbeitszeit in Spalte E reduzieren können, um dann eben entsprechend das VZE auszurechnen. So, hier ist jetzt die Frage, einmal wie die Teilnehmer gezählt werden einer Veranstaltung. Die werden in der DBS im Moment nicht gezählt. Es geht um die Zahl der Veranstaltungen. Es geht nicht um die Zahl derjenigen, die an der Veranstaltung teilgenommen haben. Diese Zahl können Sie selbstverständlich für sich, für Ihre eigene Statistik erfassen. In der DBS ist es aber nicht vorgesehen, dass Sie die dort mit eintragen im Moment. So, gibt es noch weitere Fragen? Die Kollegen schauen gerade durch den Chat. Die eine Kollegin tippt. Gut, im Moment gibt es, soweit ich das sehe, erstmal keine Fragen. Eventuell kommt jetzt gerade eine. Okay. Frau Rittel weist mich gerade noch mal darauf hin, Sie haben sehr aktiv diskutiert über die Eingabefrist der DBS. Da können wir jetzt leider nicht wirklich eine Aussage zu machen. Es ist uns bekannt, dass Sie diese Frist zu kurz finden. Wir geben das weiter an die Steuerungsgruppe. Das wird jetzt erstmal keine Auswirkungen haben für das nächste Berichtsjahr. Aber wenn das weitergegeben ist, haben Sie vielleicht Glück und das können wir dann irgendwie noch ändern, dass es dann für das nächste Berichtsjahr, also für das Berichtsjahr 2017 in 2018 dann eine Änderung gibt. Versprechen können wir nichts, aber wir können diesen Hinweis auf jeden Fall weitergeben an die Steuerungsgruppe. Ja, es geht auch darum, die Veranstaltungsbesucher mitzuzählen. Das ist jetzt hier einmal die Frage von Frau Damisch. Genau. Ja, in der Definition steht das mit drin. Auch die Leute, die eine Veranstaltung besucht haben, werden dann auch als Besucher gezählt. Nicht bei den Veranstaltungen. Bei den Veranstaltungen in dem Feld 94 und den darunter geordneten Feldern geben Sie nur die Zahl der Veranstaltungen an und nicht die Zahl der Leute, die die Veranstaltung besucht haben. So, die Kollegen signalisieren mir, dass sie im Chat sonst keine Fragen mehr gefunden haben. Da kommt vielleicht noch was. Es wird noch getippt. Wir warten noch ein bisschen. Wir liegen ja viel zu gut in der Zeit. Wir haben also noch ausreichend Zeit. Wenn Ihnen noch Fragen einfallen, dürfen Sie die auch gerne alle noch im Chat stellen. So, ich sehe, dass da noch mehrere Leute tippen. Warten wir noch mal ein wenig, was da noch kommt.
Ansonsten, wenn Ihnen noch Fragen einfallen nach dem Webinar oder während Sie die DBS ausfüllen, dann können Sie diese Fragen natürlich auch jederzeit immer an die Fachstelle schicken, speziell an Frau Kaper oder an Ihre regionalen Berater. Außerdem noch der Hinweis, wenn Sie aus irgendeinem Grund mit der Dateneingabe schon vor dem 15.02. fertig sind, dann wäre es schön, wenn Sie einmal auch kurz Bescheid sagen, dann kann gegebenenfalls hier schon früher mit der Prüfung der Eingabe begonnen werden. So, im Anschluss erhalten Sie auf jeden Fall nochmal das Handout. Da finden Sie auch nochmal alle Hinweise, die ich heute gegeben habe. Und wie gesagt, das Video wird ja auch noch hochgeladen. So, da kommt noch eine Frage. So, da ist jetzt die Frage mit der Info über den virtuellen Bestand, ob ich das wiederholen kann. Da wir gut in der Zeit liegen, kann ich das selbstverständlich auch nochmal wiederholen. Ich klicke mich noch einmal durch an den entsprechenden Part dieser Veranstaltung. Das wäre hier. Da ging es um die virtuellen Medien bzw. die Onleihe. Wenn Sie die Onleihe anbieten, dann tun Sie das entweder alleine als Bibliothek oder Sie tun das gemeinsam mit mehreren Bibliotheken in einem Verbund. Je nachdem, was auf Ihre Bibliothek zutrifft, müssten Sie die entsprechenden Felder anders ausfüllen. Eine Seite weiter, das wäre dann hier. Wenn Sie eine Bibliothek sind, die die Onleihe im Verbund anbietet, dann tragen Sie in das Feld 34.1, da wird nach dem virtuellen Bestand gefragt, den kompletten Bestand ein, der im Verbund den Nutzern zugänglich ist. Anders ist es dann bei Feld 35, da geht es um die Entleihungen dieses Bestandes. Dort tragen Sie nur die Entleihungen ein, die durch Benutzer Ihrer Bibliothek entstanden sind. Denn jeder Nutzer Ihrer Bibliothek hat Zugriff auf den Gesamtbestand, der gemeinsam durch alle Bibliotheken in diesem Onleiheverbund angeboten wird. Deswegen tragen Sie dann auch die Gesamtzahl dieses Verbundsbestandes in das Feld 34.1 ein. Und in Feld 35 zählen Sie dann nur die Entleihungen, die tatsächlich durch Nutzer Ihrer Bibliothek entstanden sind. Denn diese Zahl wird später auch noch mit den physischen Ausleihen zusammengerechnet, damit Sie dann irgendwann auf die Summe der Gesamtentleihung Ihrer Bibliothek kommen. Und deswegen können Sie dort in das Feld nicht die Entleihungen des gesamten Verbundes eintragen. Ist Ihre Frage damit jetzt beantwortet? Ist es jetzt klarer? Kurz abwarten, was Frau Donath dazu sagt. Mehrere Leute tippen. So, hier sehe ich einmal die Frage von Frau Boch, ob sie es richtig verstanden hat, dass alle Kinder und Jugendlichen aktive Leser sind bis zu dem Zeitpunkt, wenn sie bezahlen müssen. Ja, in der Tat, das haben Sie richtig verstanden. Das ist im Moment so. Das ist, wie gesagt, eines der Probleme, die es eben im Zusammenhang mit dem Feld 9 gibt. Solange es keine Möglichkeit gibt, genau auszuwerten, welche Kinder und Jugendlichen tatsächlich keine Karteileichen sind, um es mal so zu sagen. Solange es diese Möglichkeit in dem Bibliothekssystem nicht gibt, rechnen Sie komplett alle auf diese Zahl drauf, solange deren Ausweis gültig ist. Dann kam noch einmal die Frage nach dem Zählpixelverfahren. Sekunde, ich klicke mich einmal wieder an diese Stelle durch. Upsala, das war die falsche Richtung. So. Moment, da war das Feld. Da ging es um das Feld 12.1. Dort werden virtuelle Besuche abgefragt. In dieses Feld können Sie nichts eintragen und Sie konnten auch in der Vergangenheit in diesem Feld nichts eintragen. Das ist nur der reine Hinweis, dass auch weiterhin in diesem Feld keine Zahl erfasst wird. Die Erfassung erfolgte automatisch durch das Zählpixelverfahren des HBZ. Da dieses Zählpixelverfahren aber weiterhin überarbeitet wird, ist im Moment es nicht möglich, für diese Zahl einen Wert zu erfassen. Sie müssen also in diesem Feld auch überhaupt nichts eintragen. Das ist wirklich nur als Information an Sie gedacht. So. Frau Ludwig, da haben wir eine Frage zu dem Feld, in dem der eigene virtuelle Bestand eingetragen werden muss, der Bestandsanteil der Onleihe.
Das wäre, wenn ich das richtig sehe, jetzt dieses Feld 34.1. In diesem Feld 34.1 tragen Sie aber bitte den Gesamtbestand des Verbundes an, weil ja jeder Nutzer Ihrer Bibliothek nicht nur Zugriff auf den Bestandsanteil hat, den Sie als Bibliothek in diesen Verbund eingebracht haben, sondern auf den gesamten Bestand des Verbundes. Deswegen dort die Gesamtzahl bitte eintragen. So, dann habe ich hier einmal einen Hinweis zu Pentaho, der zählt entsprechend wohl die aktiven Nutzer. Wenn es Ihnen möglich ist, diese Auswertung zu machen, dann können Sie diese Auswertung dann auch in dem Feld 9 unter aktive Benutzer eintragen. In vielen Bibliothekssystemen geht es aber entweder nicht oder eben nur ungenau. Da hat auch Frau Kaper auch gerade schon drauf geantwortet. So, noch weitere Fragen? Ich warte noch mal kurz ab. Ich sehe noch ein paar Leute tippen im Chat. So, mal schauen, was sich noch an Fragen ergibt. Frau Kaper ist auch fleißig dabei, schon mal zu antworten. Dann würde ich in der Zeit mal wieder zurück auf die Endfolie schalten. So, jetzt ist die Frage, was denn virtuelle Benutzer sind. Damit sind unter anderem die Online-Nutzer gemeint, aber auch die Nutzer, die zum Beispiel ihre Website anklicken. Das wären dann auch virtuelle Benutzer. Aber wie gesagt, diese Zahl wird im Moment nicht erfasst. So, dann sehe ich hier einmal eine Frage von Herrn Welke. Eine Frage von Frau Dahmisch, ob die Homepage zur Datenbank zählt. So, die Homepage www.bibliothek.de als Oberfläche, auf die ein Nutzer Zugriff auf weitere Datenbank hat, zählt nach der neuen Definition auch als Datenbank. Also wenn Sie eine Bibliothekshomepage anbieten, die Zugriff erlaubt auf weitere Datenbanken, dann zählen Sie diese Oberfläche mit als eine Datenbank. So. So. Da haben wir jetzt hier noch einmal eine Diskussion über Bibliotheca Plus und die Erfassung der aktiven Nutzer. Da diskutieren im Moment Frau Kaper und Herr Welke im Chat. Wenn es dazu noch eine konkrete Frage gibt, dann wäre es schön, wenn die dann sonst auch per E-Mail noch an Frau Kaper geht. So. Ansonsten sehe ich im Moment noch keine Frage. Da tippt aber noch jemand. Dann warten wir noch mal einen kurzen Moment, ob da noch eine Frage kommt. So, es wird immer noch getippt. Da ist ein Hinweis an die Teilnehmer, aber keine Frage im Moment. So, der Hinweis von Frau Dahmisch, dass die statistische Auswertung in den einzelnen Bibliothekssystemen sicher interessant wäre. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Aber wie gesagt, leider ist es uns nicht möglich, für jedes einzelne System da im Moment eine Möglichkeit über die statistische Auswertung abzugeben. Genau, an dem Thema sind wir dran. Wir haben, wie gesagt, auch schon Kontakt aufgenommen zu verschiedenen Anbietern. Allerdings zieht sich das Ganze dann noch ein bisschen, deswegen können wir hier im Webinar dann auch auf diese einzelnen Bibliothekssysteme nicht eingehen. Außerdem wäre es dann auch noch wichtig, dass Sie sich da auch direkt an die Anbieter der Bibliothekssysteme widmen, damit denen auch klar ist, dass es da eben ein Problem gibt. Genau, Frau Kaper schreibt das auch gerade noch mal in den Chat, dass wir da mit dran sind. So, wenn ich das richtig sehe, hat sich so langsam die Flut der Fragen gelegt. Hat noch irgendjemand eine Frage, die wir übersehen haben, die noch nicht beantwortet ist? Nochmal kurz abwarten.
tippt zumindest im Moment niemand. Wie gesagt, wenn Ihnen zu einem späteren Zeitpunkt noch irgendeine Frage einfällt, dann können Sie sich jederzeit immer per E-Mail oder per Telefon hier an die Fachstelle wenden. Sind wir im Grunde schon 10 Minuten vor der Zeit am Ende. Wie gesagt, Sie können jetzt hier noch Anmerkungen in das Feld 8 eingeben oder auch gerne in den Chat. Und ansonsten danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und damit dürften Sie dann auch das Fenster schließen, außer Sie möchten uns noch was sagen. Wir sind noch ein bisschen hier.